Ja. Jetzt meine Technik spinnt ein wenig. Ich entschuldige mich. Also, willkommen bei der Freitagslabike. Diesen Freitag habe ich irgendwie ein paar Themen, die mich beschäftigen zurzeit, wo ich mir denke, so vor allem wegen der Vorweihnachtszeit. Und ja, ich fange jetzt mal einfach mit einer kleinen Ankündigung an, nämlich ab jetzt kommt jeden Sonntag ein kleines Video, nicht lang, maximal so, ja, ich würde mal sagen, 5 bis 6 Minuten, eher kürzer, indem ich einfach euch ein bisschen an meinen Weihnachtsvorbereitungen teilhaben lassen möchte. Das erste ist dann auch, ist auch schon fertig und Sekunde, entschuldigt mich übrigens auch, da zeige ich euch in einem kurzen Ding, wie ich unseren unseren wunderschönen Adventskranz gebastelt habe. Der ist wirklich schön geworden dieses Jahr und wenn ich die Kerze so zeige, ja, immer erst denken, dann tun, nämlich da. Das ist er. Und den habe ich selbst gemacht und das war sehr spaßig, war lustig und in dem Video zeige ich euch einfach die wichtigsten Sachen und so weiter und einfach, wie man das auch selbst machen kann. Ja, und jetzt habe ich hier gerade, entschuldigt mich ganz kurz nochmal, überall Nadeln und die pieken. Im nächsten Video werdet ihr endlich mal erfahren, was in dieser weißen Kiste drin ist. Das ist dann der zweite Advent voraussichtlich. Weil das, was da drin ist, werde ich am Sonntag voraussichtlich dann benutzen. Und ihr kriegt dann nächsten Sonntag das Video. Weil diese kleinen Spezials muss ich etwas vorproduzieren, weil ich kann nicht mal am Sonntag erst, weil da haben manchmal die Sachen, wo ich hin möchte, zu. Ja, das dazu. Dann wollte ich, glaube ich, noch irgendwas sagen, aber habe es jetzt voll verpeilt. Ja. Okay. Ich habe jetzt meine Adventsspezials angemeldet und am 1. Dezember, nochmal, stelle ich euch dann meine kleine Isa vor. Da kommt dann unabhängig von allem ein Video, in dem ich euch Isa vorstelle. Es ist an einem Freitag aufgenommen, also wundert euch nicht, dass da vom Freitag erzähle. War eigentlich als Notfallvideo gedacht, aber jetzt denke ich, ich zeige es euch einfach mal so. Okay, jetzt also zu unserem Thema. Durch die Vorweihnachtszeit, entschuldigt, das ist jetzt mein Virenprogramm. Heute meldet sich alles zu Wort. Durch die Vorweihnachtszeit bin ich in vielerlei Hinsicht ins Grübeln gekommen und auch zum Überlegen. Und unter anderem habe ich dann mich auch mit dem Thema vom 13. November beschäftigt. Klingt komisch, ist aber so. Ich möchte hier an dieser Stelle einfach sagen, ich finde es schlimm, was passiert ist. Muss aber auch gestehen, dass ich nicht mitfühlen kann. Es liegt nicht daran, dass ich es nicht wollte, sondern einfach, wir Asperger sind keine empathischen Wesen. Wir können uns nicht in andere reinversetzen und dadurch, dass es eben so ist, ist mir sehr oft aufgefallen, wie viel von dem berichtet wird und ich habe oft so den Eindruck gehabt, auch, dass da, es ist dramatisch, aber ich hatte auch oft den Eindruck, dass viele Leute noch irgendwas mehr berichten wollten, nur damit nochmal was berichtet ist. Oder auch bei einem Interview im Sinne von, da wurde irgendeiner dann in einem Nachhinein nochmal interviewt. Das habe ich zumindest angeschaut. Und dem sind dann 2 oder 3 Mal eigentlich dieselbe Frage, nur anders formuliert gestellt worden. Und er konnte jedes Mal immer nur selbe antworten. Und dann fand ich das irgendwie so komisch in einer gewissen Weise, weil ich mir so überlegt habe,
wenn er nicht beim ersten Mal antwortet und auch nicht beim zweiten Mal, wieso fragt man dann noch ein drittes Mal? Das kam mir dann schon so ein bisschen vor nach die Zeit füllen. Nicht wirklich was Genaues wissen, aber auch keine bessere Frage haben, aber auch Hauptsache mal die Sendezeit gefüllt haben. Was ich noch weiß, damals beim 11. September, da war ich noch in der Schule. Das war das Schlimmste für mich an dem Tag. Und dann war es so, dass wohl viele Kinder sehr nervös waren in meinem Umfeld oder auch in der Schule. Und meine Mom hat mich dann abgeholt. Ich habe davor irgendwie gar nichts davon mitbekommen. Und dann sind wir nach Hause. Und da hat sie mir dann eben so sehr, sehr grob erzählt, was passiert ist. Und hat dann aber auch, gab es bei uns zu Hause die absolute Nachrichtensperre. Also wenn Papa sich irgendwas im Fernsehen anschauen wollte oder Zeitung oder so, wir haben uns dann erstmal eine ganze Weile abgeschottet. Und deswegen muss ich sagen, dass ich bezüglich den 11. September nichts irgendwie sagen kann, was da irgendwie für mich besonders gewesen wäre. Für mich ist das halt ein Tag wie jeder andere gewesen. Ich verstehe natürlich die ganzen Sorgen und Ängste und teilweise bin ich auch besorgt um die Sicherheit und alles. Aber ich bin auch der Ansicht, dass zu viel Angst machen im Fernsehen oder auch in den Zeitungen eher kontraproduktiv ist. Weil in meinen Augen beginnt, ich weiß nicht, wie das für andere ist, aber bei mir und nach dem, was mir meine Eltern immer beigebracht haben, beginnt der Frieden nicht dort vor der Tür oder irgendwo anders, sondern erstmal in der Familie. Wenn du in der Familie Streit hast, dann trägst du den natürlich immer mit raus. Oder wenn du mit Freunden streitest oder egal wie, du trägst es immer mit raus in die Welt und hast dann natürlich immer diese gewisse Spannung in der Luft, könnte man so sagen. Das klingt irgendwie schräg. Und für mich ist es einfach so, ich mache mir sehr wenig Sorgen wegen dem Terrorismus. Ich mache mir mehr Sorgen wegen den Reaktionen drauf. Weil manchmal kommt mir das so vor wie, einer macht was und ein anderer macht was Schlimmeres drauf. Oder einer tut was Schreckliches und der Nächste tut dann etwas dafür noch schlimmer. Also auch so genauso Schlimmes oder noch Schlimmeres. Und es ist nicht böse gemeint, aber mir kommt das oft so einfach mal objektiv betrachtet vor wie ein Kindergarten. So dieses Prinzip, du stiehlst mir die Schaufel, dafür stehle ich dir zwei Schaufeln. Und ich glaube nicht, dass man so wirklich für einen Frieden oder eine Ausgeglichenheit sorgen kann. Ich bin da einfach der Ansicht, dass wenn man wirklich Frieden möchte, dass man erstmal vergeben sollte. Es ist eine schwere Aufgabe und es ist wirklich nicht leicht vergeben, aber es ist besser, als weiter dran rumzuarbeiten, rumzuwursteln oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das jetzt besser sagen soll. Oder rumzuknabbern, ja, das wäre vielleicht ein gutes Wort. Ich bin allerdings auch oft ein wenig, also erschrocken kann man es jetzt nicht nennen, aber ich frage mich immer, wenn sowas passiert, dann wird davon natürlich viel mehr in den Nachrichten berichtet, als wenn nichts ist. Aber ich frage mich, wieso wird es dann nach einer Woche sozusagen wieder klein gehalten? Oder warum redet man dann nicht mehr so viel davon? Oder warum erzählt man eigentlich immer nur von großen Dingen, in Anführungszeichen? Wieso erzählt man nie sowas wie, zurzeit gibt es eine totale Umweltkatastrophe in Brasilien? Oder ich weiß nicht, wie viele Leute gerade im Sudan sterben. Und
es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, dass es nicht schlimm ist, was in Paris passiert ist, aber wenn man es mal auf die Welt sieht, ist da echt nur ein kleiner Prozentsatz gestorben. Und da sterben viel mehr, sind am selben Tag irgendwie aus anderen Gründen gestorben. Jetzt nicht nur natürlich durch Herzinfarkt oder so, aber viele sind auch durch die Kriege gestorben einfach. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wo welcher herrscht, weil ich muss für mich sagen, es interessiert mich einfach nicht, dieses Kriegsgetue und so, diese Streitereien. Ich will mich einfach auf die guten Dinge der Welt konzentrieren. Was viele nicht wissen, ist, dass am 13. auch ein Panda-Baby geboren wurde, irgendwo in einem Zoo. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo wurde eins geboren. Und es ist eigentlich auch was Schönes, aber davon wurde dann eher weniger berichtet. Und ich bin der Ansicht, wir könnten viel Frieden in der Welt schaffen und viel Harmonie, wenn wir einfach mal uns auf die guten Dinge konzentrieren würden und nicht den Fokus auf das legen, wo negativ ist. Aber ich verstehe natürlich auch, warum man dann erst mal eine Woche davon berichtet, weil das ist natürlich schon ein erschreckendes Ereignis und dieses Mitgefühl ist ja auch ein Gefühl. Und Gefühle sind immer eine Situationsaufnahme. Und irgendwann ist die Aufnahme eben auch vorbei. Und dann geht es weiter mit einem normalen Leben. Aber ich würde es mir einfach wünschen, dass man dann nicht immer so, in Anführungszeichen, übertrieben darauf reagiert, sondern einfach vielleicht einmal schreiben, ich habe Mitgefühl, oder einfach auf die Straße stehen und eine Kerze anzünden, aber nicht 3 Tage das Facebook-Profilfoto verändern. Weil, echt nicht böse gemeint, aber ich glaube nicht, dass das so viel verändert. Aus meinem Blickwinkel hat es jetzt nichts verändert. Wie das für jemand anders da draußen ist, erzählt es mir ruhig. Ich meine, ich kann nur lernen. Ich bin als Asperger nun mal nicht in diesem sozialen Ding drin, in diesem Mitfühlenden, in diesem... Aber erzählt mir doch einfach, warum sowas wichtig ist. Weil ich kann wirklich nur lernen und je mehr ich lerne, je besserer Mensch kann ich werden. Und ich will so viel wie möglich über dieses Sozialverhalten lernen eben. Ja. Ich denke, das war's, weil diese Woche war etwas ernster. Ich kann euch aber jetzt noch erzählen, was ich noch plane. Und zwar heute will ich auf jeden Fall mir noch einen Film angucken. Vielleicht ein bisschen die Sims spielen. Vielleicht auch Fußballmanager. Kommt drauf an. Ich möchte auf jeden Fall, morgen bin ich dann bei meiner lieben Babette. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Sportschau gucken und so, mal sehen. Und am Sonntag werde ich wahrscheinlich mit meinem Vater dann das Adventsspezial 2 drehen. Ja, das ist dann mein Plan. Ich hoffe, dass mein Video euch, dass ich euch sagen konnte, was ich meine und dass es rüberkommt. Schreibt mir auf jeden Fall eure Ansicht oder Fragen in die Kommentare oder auf Facebook könnt ihr mir schreiben oder schreibt mir einfach eine E-Mail, weil wenn ihr Fragen habt oder so, es hilft mir, euch zu helfen, das Thema besser zu verstehen. Und so komme ich auch weiter. Ja, hier jetzt noch meine E-Mail, das ist die bell.riedmeier@outlook.com. Und ich wünsche euch einfach noch ein wunderschönes Wochenende. Tschüss!